Die Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Der vorletzte Turniertag, nochmal ein spielfreier Tag für die Mannschaften im Finale und natürlich auch hier für uns im Hotel. Nicht ganz, auch wir servieren Ihnen natürlich heute wieder das Hotel-Update. Klappe, die 22. Ja, es geht dem Ende entgegen. Und gestern natürlich das erste Finalspiel zwischen Alba Berlin und den MHP-Riesen Ludwigsburg. Ein deutlicher Sieg für Berlin, aber da steckte echt mehr drin als nur das blanke Ergebnis. Das sind unsere Themen. Das Verletzungsdrama um den Riesen Marcos Knight. Wir blicken zurück, Alba zeigt sein Powerhouse und in der Lounge war Berlins Peyton Siva zu Gast. Gestern wurde es hier im Hotel etwas hektisch, schon vor dem ersten Finalspiel. So gegen Mittag kam nämlich das Gerücht auf, dass Marcos Knight von Ludwigsburg verletzt sei. Dann gab es auch wirklich den Besuch beim Arzt. So gegen 13 Uhr ging es von hier vom Hotel in die Innenstadt. Er wurde geröntgt, es gab ein bisschen Ultraschall und ja, seine Fußprobleme, die schon seit Beginn des Turniers eigentlich da waren, machen weiter große Probleme. Dann kam er zurück hier wieder ins Hotel und gab uns zu seiner Problematik, zu seinem Fuß folgendes Interview. It's not anything major, but just a nagging little injury that happened in the second game, and I re-injured it on the third play of the last game. So the last game I played with it the entire game. You always want to win a championship. Anytime you have an opportunity to play in a championship game, you want to play. And for me, it's a big opportunity for me to play. But like I said, man, I've been playing with this the whole tournament. No one never knew, but. I guess you can say that I put a lot. It got worse, I guess. Yeah, for sure. It's going to be a game time decision for me. I've been doing a lot of treatment for the last 2 or 3 days, a lot of icing, a lot of elevations, but it's going to be a game time decision. If I can go, I'll be out there. If I can't, it's just my teammates understand and everybody else understands for sure. Berühmte Game Time Decision. Es war aber dann doch sehr schnell klar, Marcos Knight kann nicht spielen. Was für eine unfassbare Schwächung für Ludwigsburg. Der MVP-Kandidat nicht dabei. Die Energizer-Maschine immer über fast 40 Minuten. Und da war natürlich die Frage, wie würde das die Mannschaft von John Patrick verkraften. Ja, sie müssen das irgendwie kompensieren, konnten sie aber nicht. Wir blicken rein in dieses Finale und blicken vor allem natürlich auch mal rein ganz dicht bei Alba Berlin. One time ago was possible to play one at home and the other outside. And then the difference points is the same. But to play in the same court two games is different. Then for that, we must think, like always I tell you, not in the end of the game or in the end of the second game. We must be thinking in every moment. Every moment a good defense, every moment a good rebound, every moment a good pass, everybody, every time good focus. Okay? And this is the most important thing. After we will tell you a little more things. Finale, es kribbelt in den Fingern. Alba Berlin will endlich wieder einen deutschen Meistertitel. Die Ludwigsburger zum ersten Mal in ihrer 60-jährigen Vereinsgeschichte im Finale um die deutsche Meisterschaft. Ludwigsburg hat gezeigt, sie können alles kompensieren. Aber wie sieht es jetzt aus ohne Marcos Knight? Eriksson auf dem Weg zum Korb, macht er gut. Patrick. Und die Youngster treffen die drei. Schöner Pass und Giffey! Die Ludwigsburger machen es den Berlinern im Augenblick zu einfach. Ludwigsburg offensiv weit entfernt von einer guten Form. Berlin macht das souverän abgeklärt. Machtdemonstration nennt man das, glaube ich. Berlin bestraft jeden Fehler. Die Köpfe hängen bei den Ludwigsburgern. Alba Berlin nimmt 23 Punkte Vorsprung mit. Let's go, one more. It's good to have a lead, but we're just gonna think about it at 0-0 on Sunday. And like I said, we gotta play full 40 minutes if we want to get the title. When did you guys know that Marcos Knight is not playing? Just 45 minutes before the game in the huddle. Did that maybe change in a way the approach? No, not at all. Of course, we wanted Marcus to play this game, but sometimes it's like that, and not everybody's 100% or our team either, so this is just, you know, finals.
Ich glaube, wir haben auf jeden Fall alles auf dem Feld gelassen, was wir noch im Tank hatten. Wir haben versucht, den Rückstand so gering wie möglich zu halten. Alba hat das sehr gut gemacht mit der Physis, gut rotiert, die Jungs wirkten frisch und es war sicherlich ein Faktor. Wann habt ihr eigentlich gewusst und natürlich auch den Effekt, den es vielleicht erzielt hat, dass Marcos nicht spielen kann? Ich habe das, glaube ich, bis kurz vorm Spiel gar nicht richtig mitbekommen. Ja, aber es soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Natürlich hat Marcos hier mit dem größten Anteil, dass wir hier stehen im Finale. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich bitter, dass wir mit 20 verloren haben. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel über hinweg nicht gut genug als Team gespielt. Und das war am Ende ausschlaggebend, dass Alba mit 23 gewonnen hat. Wie bewerten Sie ganz realistisch diese Ausgangsposition? Ja, es wird sehr schwer, aber wir werden alles geben und es ist machbar. Glauben Sie, dass Marcos spielt im zweiten Spiel? Haben Sie schon was gehört? Nee, das weiß ich noch nicht. Peyton Siever in unserer Lounge. Peyton, good to have you here and talk a little bit. I teach you a German word now. Maybe you know it anyway, being here for a few days. You know Lagerkoller? Lagerkoller. Lagerkoller? You know what that means? No. It's like cabin fever, you know? I definitely have that. You have that? Yes. For what reason? We've been here for about 3 weeks now, over a month. And it's tough, man, just because, you know, you're in a hotel, you're in your room. But I would say that Easy Credit has done a great job of providing us with such a nice hotel. You know, so thank you for that. And a game room where we can all just relax, hang out. It's been a overall fun experience, but it's also, you know, tough just to be away from family and friends. I think being away from your family is the hardest thing, I would say. I think being away from your girls. I think two girls, right? Yep. Yeah, that's definitely the hardest thing for me, is just being away from my two girls, my wife. You know, miss them every day, mm-hmm. Try to talk to them. And it's a lot tougher because my girls are getting a little older and they don't want to talk to me on FaceTime. They don't want to. They don't, no. They're always busy watching cartoons or their YouTube or off doing something with their dolls. So I get about a 2-second hello and then my youngest one always wants to press the red button and hang up on me. In general, what does basketball mean to you? And let's say, what effect had basketball in your life? I would say basketball means a great deal to me. You know, I just thank God for allowing me to be able to play a sport that I love and to do it, you know, for a living. You know, I get to play a game and make a living out of it. You played under some great coaches, Rick Pitino, you can name them. Now, Aito. Say something about Aito that maybe people don't know. I definitely thought some things that he was teaching was weird at first. That I, just because I wasn't used to it and I haven't heard of some of the techniques that he was teaching. But as you go along and you understand, you figure out, like, this actually works. You're gonna convince him that he's gonna continue even with the title? We don't have a title. How sad is it if he stops? It'll be sad, but, you know, he's definitely earned his right to relax. And, you know, knowing Aito, I don't think he'll step away too far from the game. I'm sure he would, if he happened to retire whenever he did, he would always, you know, help coaches that he's mentored. But he deserves to relax, have fun with his camera, and go take pictures of his birds. And, of course, we have to know what's happening with your beard. Is this just a regular playoff beard? It's my quarantine beard. It was. It is, right? Yes, okay. Yes. So it started a long time ago, or how quick literally does it grow? I shaved my face completely bare right when COVID hit, right when the season ended, and it's been growing ever since. So this is what you get when you just sit in the house. And but how's it going to look like maybe after lifting a trophy? It's going to be feel amazing. You know, but then it's going to be a lot of the fans. A lot of the fans, you know, love the beard, and so I told them I'll keep it for, you know, the run. But my wife said it has to go by the time I get home, so I'll enjoy it for this little time. But the beard has to go. Maybe next year it can come back for the playoffs. But for the time being, it's enjoy it while it lasts. Ja, dann ist es bald Geschichte, das BBL-Finalturnier 2020, aber natürlich nicht ohne am Schluss, save the best for last, das Ding nochmal nach oben zu recken.
wie gesagt, 6,4 Kilo schwer. Der BBL-Pokal für den deutschen Meister. Ja, und natürlich kann es auch sein, dass Peyton Siever den dann nach oben stemmen wird, den wir eben noch im Interview hatten. Aber an allererster Stelle, und danach sieht es aus, Alba Berlin in Person des Kapitäns Nils Giffey wäre dann der erste deutsche Meistertitel für die Albatrosse seit 2008 und dann auch das erste Double seit 17 Jahren für Alba Berlin. Es sieht danach aus, aber dann muss man ja doch sagen, man weiß nie im Basketballsport, und dementsprechend hoffen wir zumindest noch auf ein spannendes zweites Finalspiel zwischen Alba Berlin und den MAP-Riesen Ludwigsburg. Das Ganze natürlich mit diesem guten Stück live bei uns beim Magenta Sport Sonntag, 14.45 Uhr. Seien Sie dabei, und das ist vermutlich das Einzige, was dann nochmal ausgepackt wird, denn wir packen hier im Hotel schon so langsam mal alles zusammen.